Welcome everybody to this next talk. Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Inside Android Safety Net Attestation, Attack and Defense. Mich würde es interessieren, wer von euch hat hier schon mal eine Android-App entwickelt? Also das ist ja fast jeder. Also irgendwas zwischen 90% und 95%. Und wer von euch hat schon die Android Safety Net API benutzt? Das sieht eher so nach 5 und 6 aus. Und wer von euch hat schon von dieser API gehört, bevor sie hierher kam? Das sind sehr viel mehr. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr alle hier seid. Also, haltet euch bereit. Viel Spaß mit dem Vortrag von Colin Müllner. Er ist auch Co-Autor vom Android Hackers Handbook. Also ich bin sehr gespannt auf den Vortrag. Applaus. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Herzlich willkommen alle. Und dann starte ich einfach mal. Also, ich habe ein paar Sachen zu mobiler Sicherheit gemacht und Entwicklung, habe ein paar Guides geschrieben und das Buch, aber dann fangen wir jetzt mit dem Vortrag an. Also das Hauptziel dieses Vortrags ist, das Verstehen von dem, also das Android Safety Net zu verstehen und wie man auch es auch richtig implementiert und ausrollt. Also es ist nicht ganz straightforward, also wir gucken uns erst die API an und was es machen kann und was es nicht für einen machen kann und wie die meisten Sicherheitssysteme und Sicherheitsfeatures. Also was man kann, ist wirklich das Interessanteste. Und dann gucken wir uns noch ein paar Angriffe an und noch ein paar Verteidigungsstrategien dagegen und von mir und ein paar anderen Leuten. Und das zweite Ziel von dem Vortrag ist, die Dokumentation vorzustellen, und weil die Google Dokumentation ist nicht so geil dazu, und deswegen wollte ich hierüber reden. Also natürlich, der gesamte Vortrag ist über mobile Sicherheit. Es gibt viele Apps, die früher haben die Apps nicht viel geredet, aber heutzutage juckt es fast niemand mehr. Also heutzutage gibt es also wenn das Backend und die App funktioniert, ist jeder glücklich, und wenn es nicht funktioniert und alle sind unglücklicher und die Firma macht dann keinen Umsatz und wird dann irgendwann den Dienst abschalten. Also mobile App Security ist wirklich interessant, weil das Ganze eigentlich nur eine Schnittstelle, also ein Interface für das Backend ist. Also für die ganzen Mobile Services, also wenn man über sowas wie Snapchat nachdenkt, die haben gar keine Website mehr. Also App-Sicherheit ist vor allem darüber, wie ein Daten kontrolliert. Also Daten anzeigen, Daten handhaben und sicherzustellen, dass niemand die Daten rauskopieren kann, die vor allem von der App bearbeitet werden. Also die mobile App-Sicherheit ist vor allem, es geht darum, die eigene Marke zu schützen und den Kunden. Also, und wenn man sich die Angriffe im Generellen anguckt, da muss man sich um so Sachen kümmern, wie so Sachen wie Routing. Das ist so das Hauptproblem. Also, wenn man das, wenn das Handy routet, kann man den Inhalt aus Apps rausziehen, die es nicht haben wollen. Also, man kann einfach Daten lesen oder Screenshots machen oder die App missbrauchen und Daten rauszuziehen. Also man kann natürlich auch die App direkt modifizieren und dann halt auch noch ändern, was die App umsetzt. Und natürlich kann man noch den Network-Traffic bearbeiten, aber da werden wir uns nicht so stark darauf konzentrieren. Also was ist Routing eigentlich? Man bekommt einfach nur Systemzugriff auf das Handy. Also das kann man heutzutage mit jedem Handy und Tablet machen, also wo man keinen Komplettzugang hat. Und mit Routing kann man dann wieder auf die ganzen Sachen zugreifen, die sonst eingeschränkt sind. Also man kann dann wieder das System und die Software modifizieren, die davor Schreibgeschoss werden. Also und neue Android-Versionen
Es sind sehr viel mehr abgesicherte als die alten. Aber das werde ich nicht anfangen. Wenn wir uns dann also App-Sicherheit in der etwas älteren Vergangenheit anschauen, es gab Checks gegen Routing, das heißt, man konnte überprüfen, ob beispielsweise System Expand-SU existiert. Das heißt, man konnte überprüfen, ob jemand das Gerät geroutet hat und diese Datei neu installiert hat und dann konnte man halt eben daraufhin einen Ausführungsvorgang abbrechen oder sowas. Dann gab es auch noch Checks, ob bestimmte Pakete vorhanden sind und so weiter und konnte dann abhängig davon den Ausführungsfluss ändern und vielleicht nicht mehr weitermachen. Und das sind wirklich die alten Zeiten. Früher war es wirklich einfach für die Entwickler, das zu implementieren, denn sie wussten, dass sie einfach bestimmte Dateien oder Pakete testen konnten und wenn die da waren, dann war die Sache auch fertig. Man musste ja kein Genie für sein, einfach nur nach der Datei suchen. Und es war sehr einfach, diese Checks zu implementieren. Easy as well, because aber für die Angreifer war das natürlich dann auch ein leichtes Spiel, denn sie konnten Dateien einfach umbenennen, Dateien durch die Gegend bewegen und so weiter und dann diese Anwendungen missbrauchen oder exploiten. Moderne App-Sicherheit funktioniert dadurch, dass man Daten sammelt, das heißt, man hat irgendein Stück Code, das Daten sammelt und diese Daten dann zu einem Backend sendet und das Backend macht dann die Entscheidung, ob die Ausführung fortgesetzt werden darf oder nicht. Also das Backend entscheidet, ob das Gerät geroutet ist oder nicht. Und die Idee dahinter ist, dass der Angreifer nicht einfach beliebige Patches machen kann, denn wenn der Angreifer einfach BinSU oder sowas setzen könnte, dann würde es einfach funktionieren. Aber wenn wir tatsächlich viele Daten vom Gerät sammeln und das, dann müsste der Angreifer quasi alle Daten auf dem Gerät faken und das ist dann nicht mehr wirklich praktikabel für den Angreifer. Das heißt, so funktionieren im Prinzip alle modernen Absicherungsmechanismen, wenn wir irgendwelche höheren Anforderungen an Sicherheit haben. Und SafetyNet Attestation macht im Prinzip auch genau das. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zu Android, früher war es relativ offen, aber heute würde ich sagen, ist ziemlich viel von dieser Offenheit Geschichte. Sie haben das Äquivalent von Secure Boot mit einem Trust Anchor und so weiter. Und das heißt, es kann zum Beispiel feststellen, ob der Bootloader geunlockt wurde und so weiter und dann darauf reagieren. Es gibt auch sehr viel mehr SE-Linux-Restriktionen und stärkere Sandboxen in dem Zusammenhang. Und dann gibt es eben noch SafetyNet. Und SafetyNet ist tatsächlich einfach nur ein Markenname für verschiedene Sicherheitsdienste, die Android bereitstellt. Es gibt verschiedene Dienste, verifizierte Apps, Checks für PHAs, was Googles Terminus für Malware ist, und dann eben Attestierung und Capture-Dienste. SafetyNet ist darauf ausgelegt, auf jedem Android-Gerät zu laufen, das auch Google Play bereitstellt, und das heißt, es ist einfach Teil von den Google Play Services. Und der schöne Teil dabei ist, dass es dann unabhängig davon ist, von welchem Hersteller das genau kommt. Also es ist nicht spezifisch für die Google-Geräte. Und das ist eben ein Remote-Feature dann an der Stelle. Also natürlich benutzt Google auch sehr stark ihre eigene API. Als Beispiel, wenn man Android Pay benutzt und diese Meldung sieht, dann bedeutet es, dass für SafetyNet gefailed ist, das Gerät zu verifizieren. Also zum Beispiel die Android Pay App macht das. Also da sieht man, also die App sagt dann, ja, da hast du was modifiziert. Eine Sache hinter der Verifizierungsstrategie ist, dass man nicht alles kontrollieren kann, aber zum Beispiel Apple Pay unterstützen möchte. Also man hat praktisch eine Möglichkeit gefunden, sie haben eine Möglichkeit gefunden, um zu checken, ob das Gerät, wo Android Pay drauf läuft, modifiziert wurde. Sie können das sofort modifizieren, sie müssen keine Software updaten, sie können Code einfach auf die
Geräte schieben, um die Modifizierungen festzustellen. Also damit können sie wirklich schnell auf neue Root-Sachen reagieren oder also schneller als wenn Software-Updates ausgerollt werden. Also, was macht der Bescheinigungspart eigentlich? Also, das ist ein Teil der App und des Geräts. Also, es ist praktisch all das, was die Leute früher selber implementiert haben. Also, es ist ein Teil von Google Play Services und praktisch ruft man eine API auf und validiert die App auf dem Gerät und dass das Gerät nicht modifiziert wurde. Also, unglücklicherweise ist die Dokumentation ist nicht wirklich detailliert und lässt viel Interpretationsspielraum. Also, und dann muss man ausprobieren, wie es wirklich funktioniert. Also, es wird besser mit der Zeit, aber als ich angefangen habe, war es wirklich, also vor ein, zwei Jahren, war vieles der Dokumente wirklich schlecht. Aber sie haben viele Features, sie dokumentieren die, sie haben eine private Mailingliste, wo ein bisschen was diskutiert wird, aber ja. Also das ist praktisch der einzige Code, den ich hier zeigen werde. Also SafetyNet ist Teil des Google API Clients und praktisch sagt man, man will eine Verbindung zur SafetyNet API und es verbindet einen. Also wie funktioniert es wirklich? Also hier in der Mitte sieht man, das ist praktisch die Software, die auf dem Handy läuft und man hat dann das Backend und das Google Play Backend. Und also wenn die App kein eigenes Backend hat, kann man das SafetyNet nicht benutzen. Was passiert, die App redet mit dem Backend, also zum Beispiel sich einloggen möchte oder eine spezifische Operation machen, da sagt das das Backend, ich würde gerne von der App eine Verifizierung haben. Also schickt das Backend praktisch der App eine Anfrage, die Google SafetyNet API aufzurufen. Und der Code wird auf dem Gerät ausgeführt, also zum Beispiel das checkt das System und guckt sich auch die App an. Hier sind noch ein paar kleine Sachen, also wie da sollte eine Nonce drin sein, um Replay-Attacken zu verhindern. Aber das ist praktisch stattdessen, dass man alles selber implementiert, ruft man die API auf und man hat die ganze Arbeit von Google erledigt. Also zum Beispiel die ganze Sicherheit, der ganze Sicherheitsbescheinigungsprozess kann man so an Google auslagern. Also was passiert, nachdem das Ganze verifiziert wurde und das Ganze an Google geschickt wurde? Also Google analysiert die Daten und stellt dann fest, in welchem Zustand das Gerät ist und schickt das Ganze an die App, um sicherzustellen, dass die App, um zu finden, dass die App modifiziert wurde, signiert man das Ganze und dann kann das Backend die weitergeleitete Anfrage verifizieren und das Ganze im Backend validieren. Also das, was man zurückbekommt, ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist einfach ein 64 Blob. Also Google hat eine Signatur-API, die praktisch nur für Entwicklerzwecke da ist. Aber das ist ziemlich gut dokumentiert, denke ich. Aber schauen wir uns dann mal die Attestierungsdaten etwas genauer an. Das ist das, was man in diesem Blob bekommt. Alles andere ist einfach nur Certificate Chain und Signaturen und so weiter. Das heißt, man sieht dieses CTS Profile Match Feld. Das ist im Prinzip der Wert, der ein Indikator dafür ist, ob die Integrität des Gerätes noch gewährleistet ist. Und Google stellt eine sogenannte Integrity Compatibility Test Suite bereit, das heißt eine Möglichkeit für Entwickler von Hardware eben sicherzustellen, dass ihr Gerät zu beschreiben, und Google vergleicht dann
die Beschreibung des Herstellers mit, die der abgeliefert hat, mit dem, was sie von dem konkreten Gerät bekommen. Dann gibt es dann noch den APK-Paketnamen, Prüfsumme davon, Hashform-Zertifikat und so weiter. Und Basic Integrity-Feld, das man gesehen hat, ist, bezieht sich dann auf Routing. Added to like their documentation maybe like 7 months ago. Das hier haben sie jetzt zu ihrer Doku ungefähr vor 7 Monaten hinzugefügt und haben dann im Prinzip einfach nur gesagt, also davor gab es einfach nur so, es gibt ein True and False Feld. Und man sieht jetzt hier, dass CTS nur wahr war, dass CTS-Daten. Also sobald man den Bootloader unlockt, wechselt das Ganze zu false, aber es wird immer noch von Google als legitim bescheinigt. Also wenn man den Bootloader unlockt, passiert da nichts. Also das ist praktisch, was die beiden Indikatoren machen, die einem helfen zu verstehen, in welchem Zustand das Gerät ist. Also ist ein es ist eine coole Tabelle, da kann man die ganzen Checks einbauen. Also ich habe hier diese, also ich habe das Ganze implementiert für eine größere Firma, aber ich habe auch noch diese Demo hier gebaut, die ich euch am Ende zeigen werde. Und es, also die App geht praktisch her, schickt, lässt die ganze Verifikation laufen und sagt einem, ob das Gerät geroutet ist oder nicht. Also es schafft alle Checks, aber wir werden damit nachher noch ein bisschen mehr Spaß haben. Das große Problem mit der API sind die Error-Fehler. Wenn man nicht weiß, mit was man umgeht, kann man praktisch das ganze System umgehen. Also wenn man es nicht sauber implementiert. Also als Beispiel, das ist eins der Basisfehler, wo der API-Aufruf erfolgreich war, aber der Code in der API ist in einen Fehler gelaufen, dann kriegt man das. Also ja, wir hatten diese zufällige Fehlermeldung und dann wird man feststellen, also ihr werdet selber feststellen, wie es aussieht, das ist nicht wirklich dokumentiert. Also das bedeutet praktisch einfach, ruft die API nochmal auf, dann funktioniert es. Das ist einer der interessanteren Fehler. Es sagt praktisch, dass man nicht wirklich unterscheiden kann, welchen API-Call Ja, also das, wir vertrauen dem Gerät einmal grundsätzlich nicht, wenn wir nicht wissen, welches APK das aufgerufen hat. Und das heißt, ja, manche Felder in den JSON sind dann trotzdem gesetzt. Und das ist ein bisschen verwirrend beim ersten Mal, wenn man das benutzt. Und nochmal, das war natürlich alles nicht wirklich dokumentiert. Jetzt wisst ihr, dass es diese API gibt. Und tja, die JSON-Felder sehen vielleicht irgendwie komisch aus oder so, aber wir könnten jetzt irgendwie unsere Anwendung implementieren und diese Interaktion mit unserer App und dem Backend implementieren, dass die App auch die Attestierung benutzt und so weiter, aber es ist immer noch nicht so wirklich einfach. Tatsächlich können auch die ganzen API-Calls auch alle Fehler zurückgeben und das passiert auch tatsächlich draußen und das heißt, jede API, die man irgendwo aufruft, kann tatsächlich auch mal failen. Sie tun das, hat die Erfahrung gezeigt. Wenn man das zu Hause allerdings ausprobiert oder auf Arbeit, dann wird man diese Fehler wahrscheinlich nicht sehen, aber das passiert tatsächlich. Das heißt, wenn dann die Anwendung auf Hunderttausenden oder Millionen von Geräten läuft, dann sieht man tatsächlich jeden Fehler irgendwann mal. Und man hat Dinge wie Google Play Services unterstützen Google Play Services noch nicht. Und man kann jetzt natürlich den User dazu zwingen, seine Play Services zu updaten und sonst nicht weitermachen. Oder man es gibt auch relativ allgemeine Fehler. Und in diesen ganzen Fällen muss man dann eigentlich tatsächlich einfach alles nochmal versuchen. Wenn man vergisst, irgendwelche von diesen Fehlern zu handeln, bedeutet das letztendlich, dass irgendein Client in unserem Netz nicht funktioniert, in dem er gerade ist, oder
dass er funktioniert und dann aber diese Sicherheitschecks nicht bestanden hat. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Ich habe zum Beispiel diese Play Services dann mal deinstalliert und das ist auf Android 4.4, das heißt, hat auch kein Secure Boot. Und das heißt, wenn man die Anwendung jetzt startet, dann wird einfach gar nichts funktionieren, weil man eben die Play Services updaten muss. Viele von den Fehlern, die die API zurückgibt oder wenn die API nicht funktioniert, sind temporär. Das heißt, man muss im Prinzip anfangen, alles nochmal auszuprobieren. Also generische Fehler, Netzwerkfehler und so weiter. Man muss einfach Retry machen. Man sollte dabei dann halt Exponential Backoff zur Anwendung bringen. Das heißt, nicht direkt wieder versuchen, sondern immer weitere Wartezeiten dazwischendurch verwenden. Man kann auch auf den JSON-Blob auf dem Gerät selber schauen und abhängig davon dann entscheiden, ob man einen Retry machen möchte oder nicht. Was man aber auf jeden Fall machen sollte, ist, die ganzen Fehler an das Backend zu kommunizieren und planen, was man denn machen soll, wenn ein Gerät einfach die ganze Zeit damit weitermacht, Fehler zu werfen. Denn im schlimmsten Fall kann es ja sein, dass irgendein legitimer User unsere App nicht nutzen kann und den verlieren wir dann im Moment. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich Gedanken drüber machen, was wir machen. Es ist tatsächlich auch eine app-spezifische Entwicklungsentscheidung. Es hängt von der Situation ab. Es kann sein, dass wir zum Beispiel sagen, nur verifizierte, integere Apps dürfen unseren Service nutzen. Aber das ist eigentlich alles eine sehr app-spezifische Entscheidung. So, schauen wir uns jetzt die zwei Hauptfunktionalitäten des Gerätes sind eben diese beiden Felder, die den Integritätscheck auszeigen, also die im Prinzip uns einfach nur True oder False geben, aber App-Integrität funktioniert dann etwas anders. Google kann nämlich nicht wirklich sicher sagen, ob das die Applikation jetzt noch integer ist oder nicht. Und im einfachen Modus, also wenn eine Applikation neu signiert, dann ändert sich der Digest natürlich. Also wenn man, aber wenn ein Programm die APK ändert, dann ändert sich die Digest auch. Also da muss man um die Integrität zu kontrollieren, vergleicht man beide Digests. Wenn man 5 unterschiedliche Apps hat, dann sind sie vermutlich alle mit demselben Cert signiert, dann kann man das einfach hinten mit demselben Cert kontrollieren. Also das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Vergleich, mit dem man verifizieren kann, ob an der App rumgespielt wurde oder nicht. Aber man kann natürlich das ein bisschen fortgeschrittener machen. Also man kann natürlich die APK-Digests vergleichen. Also das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil das bedeutet, dass für jede APK, die man rausbringt in den App Store, muss man praktisch den Digest aufschreiben, wenn man das nämlich nicht gemacht hat. Dann lehnt man Leute ab. Leute einfach von der API ab, weil man sagt, man erkennt diese Digest im Backend nicht. Deswegen muss man die ganzen Daten sammeln. Also man muss wirklich gute Kontrolle über den Release-Prozess haben. Aber das ist, also man kann damit sehr gut verifizieren, ob das Ganze funktioniert oder nicht, wenn zum Beispiel den Digest aus der Datenbank im Backend läuft, dann sieht man, ob das SafetyNet fehlt oder nicht. Also praktisch, um das Ganze zu implementieren und zu deployen, auf dem Client muss man praktisch die ganzen Fehler melden und neue Versuche starten und die Daten kontrollieren, also alle Felder checken, Zeitstempel und natürlich auch explizite Entscheidungen treffen für Fehler, also vor allem für so Sachen wie
Also Leute zum Beispiel dazu zwingen, ihren Play Store zu updaten. Also man kann dann zum Beispiel manche Geräte whitelisten, weil es sonst damit Probleme gibt. Und man möchte zum Beispiel keine Gruppe davon abhalten, den Dienst zu nutzen. So, das war ja der Teil zur wie Safety-Net-Attestierung funktioniert, wie man es implementiert, worauf man achten muss dabei. Aber was ja wichtig ist, jeder, der tatsächlich an Sicherheit interessiert ist, wenn man das implementiert, dann will man ja auch tatsächlich wissen, ob man diesem System wirklich vertrauen kann oder ob es effektiv eigentlich gar nichts tut. Das heißt, wenn ich zuerst drauf geschaut habe, habe ich mir überlegt, schauen wir mal, ob das wirklich taugt, dieses System, oder können wir da irgendwie drum herum arbeiten. Offensichtliche Limitierungen waren, dass verschiedene Android-Versionen ein Problem darstellen, weil auf Android 4 und 5 es den Secure-Boot-Zustand noch nicht gibt. Und dadurch, dass wir den nicht feststellen können, ist es nicht möglich, gegen einen geunlockten Bootloader vorzugehen. Android 6 und später, da kann man zwar den Bootstate detektieren und sich dann auch tatsächlich drauf verlassen. Aber das zeigt tatsächlich, dass alle Geräte much harder to like judge. In terms of aber das zeigt tatsächlich, dass alle Geräte aus Sicht vom Attestierungssystem etwas schwieriger zu bewerten sind, einfach anhand der Android-Version. Das heißt, man muss in der Security Policy im Backend wissen, dass dass Android 4 oder 5 Geräte vielleicht bestimmte Features dann einfach gar nicht zu Gesicht bekommen und so weiter und andere dann aber schon. Bei Android 4 hat man dann auch nicht DM-Verity, das heißt, man kann einfach Remounts machen oder Dateien auf der Systempartition ändern. Und das heißt, das heißt, man kann SU zum Beispiel einfach in ein anderes Verzeichnis bewegen. Und das heißt, man würde dann tatsächlich, man würde tatsächlich trotzdem einen Attestierungsvorgang bestehen. Aber und nachdem die Anwendung dann benutzt wurde, dann können wir einfach SU wieder zurückbewegen. Und das ist tatsächlich auch ein anderer Indikator, den man tun kann. Wenn man tatsächlich SafetyNet nur beim Start der App benutzt, dann war es das im Prinzip an der Stelle. Und man sollte es tatsächlich häufiger verwenden, entweder jedes Mal, wenn man auf den Backend-Service zugreift oder in zufälligen Intervallen, sodass es nicht so ganz einfach ist, eine Anwendung einfach einmal zu starten, das auszutauschen, dann wieder zurückzubiegen, wenn die Anwendung fertig ist. So, hier ist nochmal meine kleine Demo-Anwendung. Das hier ist ein Nexus 5 mit Android 6 und darauf unlocken wir dann den Bootloader. Und man sieht hier jetzt, das Feld Secure Boot Mode, das kommt aber nicht aus den System Properties. Und es ändert dann, also man unlockt den Bootloader und dann sieht man hier, ändert es das CTS-Profile in der Mitte zu falsch und sagt einem praktisch, dass damit das Gerät modifiziert wurde. Also, das wurde aber erst letztens hinzugefügt. Ich habe mir das JSON-Feld angeguckt und habe mir gedacht, boah, ein neues Feld, wie cool. Also, Suhide und Magisk. Obviously, if a system like that exists, people will try. Und wenn das System wie so es existiert, werden Leute versuchen, wie ein dran vorbeikommt. Also ein Beispiel war es Suhide und also oder man könnte es Rootkit nennen. Also was es versucht ist es versucht zu verstecken, dass das Gerät geroutet wurde. Das wurde, also das war eigentlich ziemlich einfach und Google hat es konnte es relativ schnell feststellen. Und dann also Google
Also zwei Tage später hat Google es, also wurde es Suhaid geändert, dann ist Google hinterher. Es ging also wie ein Katz-und-Maus-Spiel, aber es ist ein sehr kurzer Zyklus, weil Google den Code halt auf die Geräte runterpushen kann und Google reagiert relativ schnell drauf. Dann also wurde Suhaid eingestellt, weil der Entwickler aufgehört hat, weil er meinte, dass Google zu schnell reagiert und er meinte, er kann mit seiner Zeit was Besseres anfangen. Und dann gab es Majesk. Das ist, also Majesk ist ein modernerer Weg, um das Routen zu verstecken. Es geht her und also so weit wie ich weiß, ist es also kann Google das nicht feststellen, weil SafetyNet mit den Systemprivilegien nicht läuft. Aber in dieser Phase muss man halt den Bootloader anloggen, sehr viel modifizieren, um dorthin zu kommen. Also deswegen wird es wahrscheinlich nicht von vielen benutzt, aber praktisch gibt es echte Rootkits, um von dem Dienst das Routen zu verstecken und man spielt ein Katz-und-Maus-Spiel. Und auch diese beiden versuchen einfach nur Systemmodifikationen zu verstecken, was ja nur ein Aspekt von ein Aspekt ist, den SafetyNet versucht zu detektieren und dann den Nutzer, den Entwickler davor zu schützen. Ich war prinzipiell auch mehr interessiert an der Integrität der eigentlichen Anwendung, denn die anderen beiden Checks können ja relativ offensichtlich überprüft werden und niemand hat sich so wirklich App-Integrität angeguckt und ich habe mich gewundert, warum. Für uns ist das besonders interessant, deswegen habe ich mir das besonders angeschaut. Das Ziel hinter der ganzen Sache ist herauszufinden, ob jemand tatsächlich die Anwendung irgendwie modifiziert hat und das macht man, indem man auf das indem man letztendlich einfach das Digest, also die Prüfsumme vom APK überprüft. Dann, wenn man die Anwendung modifiziert hat, kann man ansonsten einfach Datenverkehr modifizieren und so weiter. Das möchten wir nicht. Und das heißt, App-Integrität ist ziemlich interessant. Also, wie funktioniert das tatsächlich? Der interessante Teil ist, diese zwei Werte werden auf dem, über dem APK-File berechnet, das auf der Platte gespeichert wird. APKs beinhalten DEX-Files und bis Android 4 wurden ja die DEX-Files konvertiert in ODEX-Files, also optimierten Bytecode, und seit Android 4 oder 5 werden die dann tatsächlich in nativen Code konvertiert. Und das kann man tatsächlich angreifen. Ungefähr vor 3 Jahren gab es relativ viel Arbeiten zum Patchen von ODEX-Dateien. Und das heißt, das Problem, dass man die Digests auf einer Art von Datei berechnet, aber dann eigentlich andere Dateien ausführt, nämlich dann halt die kompilierten Dateien, das kann eben zu Problemen führen. Und unter Android 4.4 und 5 hat man das Data APK, SAPK-Verzeichnis, und dann hat man das Datenverzeichnis und das Code-Verzeichnis, wo der Dive-Cache liegt. Dann hat man jetzt einen ziemlich langen Dateipfad, wo eben dieser optimierte Code dann rumliegt. Unter Android 6 und später hat man dann so ein Paketverzeichnis, in dem man dann einmal das APK rumliegen hat und die Basis-ODEX-Datei, aber die ist tatsächlich gar keine ODEX-Datei, sondern die beinhaltet nativen Code. Und diese Dateien gehören, also haben als Besitzer das System zugeordnet und können nur von install deinstalliert werden. Das heißt, die Anwendung kann ihr eigenes Binary nicht lesen. Das ist also auf jeden Fall ziemlich interessant. Zygote lädt das dann einfach in den Speicher und die Anwendung muss dann nicht ihren eigenen Code lesen müssen.
Wenn wir jetzt Unix Code Modification ein bisschen genauer angucken, weil er. Also, was man macht, man verwendet eine ganze Kette von Tools, um das Ganze, um die APK zu bauen, dann signiert man das JAR-File. Also, natürlich in dem Fall kann man die Signatur knacken, weil man die Autorenschlüssel nicht hat. Auf dem Gerät kann man auf dem werden die APKs zu DEX-Files kompiliert und dann hat man eine modifizierte APK. Und was man dann natürlich machen kann mit dem ODEX-File, also man kann es die Datei immer noch modifizieren. Das ODEX-File enthält den CRC32, das ist kein Sicherheits... Also, das ist kein Sicherheitscheck, sondern das ist wirklich nur für den VM, um zu schauen, ob die App geupdatet wurde oder nicht. Also man kann das DEX-File hernehmen und einfach neu kompilieren. Also es ist kein Sicherheitsfeature. Also um das Ganze um einen CSV-File zu patchen, habe ich ein Tool geschrieben. Da kann man die CRC-Dateien einfach neu schreiben. Also was man praktisch machen kann auf jeder Android-Version ist, man kann hergehen und die ODEX-Dateien überschreiben von der bestimmten App. Also wenn man einen Root hat, kann man die bestimmte Datei überschreiben. Also entweder im Dalvik-Cache oder direkt in dem App-Old-Cache. Dann kann man die App anhalten und neu starten. Und man hat eine modifizierte APK und es geht an den ganzen Checks vorbei, weil man nur den Execute-Code modifiziert hat und nicht die originale APK. Aber da muss man es natürlich anrouten, weil man noch den generellen Device Integrity Check bestehen möchte. Also wenn wir zurückgehen, also wenn Jan vorhin denkt über Android 4 und 5, da kann man nicht feststellen, ob der Bootloader unlocked ist oder nicht. Also auf einem Android 4 kann man praktisch die ganzen App-Integrity-Checks umgehen. Also, weil wenn man ein Gerät hat, was mit dem unlockten Bootloader gebootet ist, kann man daran nichts mehr verifizieren. Also, daran kommt man vorbei. Aber... Ja, ich habe mir dann gedacht, man kann doch bestimmt auch noch andere Wege finden, um das zu erreichen. Und das primäre Ziel für diese Attacke war, dass man genau dieses eine ODEX, die eine ODEX-Datei überschreiben möchte. Aber wir wissen, dass tatsächlich nur genau zwei Demons dieses das SCD-Nutzungsprivileg haben, um diese Dateien zu überschreiben, nämlich install.d und zygoat. Und wer kann noch darauf schreiben? Der Linux-Kernel. Denn alles, was so ist wie SE-Linux oder Dateisystem Permissions sind, geht nicht für den Kernel. Und es gab ja im Linux-Kernel diesen schönen Bug namens Dirty Cow. Und für diesen Talk fasse ich das mal so zusammen, dass man in der Lage war, jede Datei im Dateisystem zu überschreiben, die man lesen konnte. Das heißt, als Shell-Nutzer kann man offensichtlich alle ODEX-Dateien lesen mit diesem Exploit. Und dadurch, dass wir alle ODEX-Dateien lesen können, ohne das Device zu routen, können wir diese Attacke tatsächlich auch fahren, ohne das vor uns zu routen. Und das heißt, wir modifizieren einfach das ODEX-File, patchen es und das eine kleine Ding, das noch fehlt, war, dass Dirty Cow Dateien nur in place überschreiben kann, also sie nicht vergrößern kann oder so. Und der einfache Trick, den ich gefunden habe, war, dass DEX2OAT normalerweise mit prozessorspezifischen Optimierungen lief. Und diese Optimierungen machen Dateien normalerweise sehr viel größer. Das heißt, wenn man DEX2OAT ohne Optimierungen ausführt, bekommt man eine sehr viel kleinere Datei und diese kleine Datei kann man dann in place einfach über das Original schreiben. Ja, und
Ich werde euch jetzt tatsächlich eine kleine Live-Demo geben, weil es tatsächlich so einfach ist. So, let's see. Until just have to wait a little bit until the camera adjusts to the white. There we go. Okay. So this is like this. Das hier ist meine Demo-Anwendung. Yep, and we pass. Sie hat jetzt alle Tests bestanden. So basically unrooted device. Und das ist jetzt ein nicht geroutetes Gerät, unmodifizierte Anwendung, sieht alles gut aus. So. Also, kann man das lesen? I think that's okay. That's fine. Ja, ich denke, das ist okay. Ja, das ist das APK, das heißt, wenn man das entpackt. And then we just like gonna modify. Dann modifizieren wir einfach ein bisschen Code. This is just like some smiley code, which I'm gonna just like patch. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen Code, den wir jetzt einfach in die Anwendung einfügen. That's all we need. Und das ist auch alles, was wir machen müssen. And now we can just Und jetzt können wir einfach die Anwendung neu bauen, was im Prinzip einfach nur auch wieder APK-Tool benutzt, den JavaSigner mit dem Standard Key Storage benutzt, also ein selbstsigniertes APK, das wir jetzt erstellen. Oh. Ich vermute, ich habe den Path dafür nicht gesetzt. Where is that path? Who knows where that file is? Wer weiß, wo die Datei ist? Ah, es ist in Build Tools. Also ich finde den Pfad für JarSigner nicht. Ja, das. Where is that? Wo ist das? It's I heard JDK is where that's exactly where it is. Where is my JDK? Definitely not here. Wo ist mein JDK? Ich hab gehört, das ist da. Definitiv nicht. Hier? Hm? Where is the JDK? There we go. No. Ich hab's jetzt gefunden. Hier. Nope. Should be more of those. Yeah. Tja, ich bin überrascht. I was pretty sure. Ich war mir relativ sicher. There we go. Ah. Dort.
So, okay. Let's do this again. Machen wir das jetzt nochmal? Ja. So, now we resign also, jetzt haben wir die App neu signiert, die modifizierte App neu signiert. Und was müssen wir jetzt noch machen? Wir haben unsere neu signierte Anwendung. Und wir möchten jetzt tatsächlich diese Anwendung auf dem Gerät kompilieren. Das heißt, wir schieben das APK auf das Gerät und kommen jetzt das modifizierte ODEX. Jetzt wollen wir das Original Base-File, denn wir müssen die originale CRC-Summe extrahieren. Das hier ist die originale Datei und das hier ist die, die wir ändern wollen. Das heißt, wir möchten das durch das ersetzen. Yeah, old CRC, new CRC. Ah. Yeah, it's always nice if you forget the command line of your own applications. Es ist natürlich immer ungünstig, wenn man die Kommandozeilenargumente seiner eigenen Anwendung vergisst. So, also es ist jetzt modifiziert und es ist gepatcht. Und für die Attacke schieben wir jetzt tatsächlich einfach das modifizierte ODX-File auf das Gerät, lassen Dirty Call laufen. Das ist tatsächlich auch wieder ein Punkt, wo diese Demo kaputt gehen könnte. And it didn't work. Und es hat nicht funktioniert. You can try again. Ich kann es nochmal versuchen. Have a few more minutes. Ich habe noch ein paar Minuten. I like live demos. They're just like ich liebe Live-Demos. Like do not work. Manchmal funktionieren sie einfach nicht beim ersten Mal. It's all good. Versuchen wir es nochmal. So, you're just gonna reinstall the original. Also das werden wir dann halt nochmal installieren. Die originelle APK, da wir schon die modifizierte Dateien hier haben, werden wir alles andere überspringen. So, let's try it one more time. Also versuchen wir es doch noch einmal. And it worked. Und es hat geklappt. Also wechseln wir zur Kamera. Let's wait until the und warten, bis es sich einstellt. Und jetzt seht ihr dieser schöne Pop-up, den wir hinzugefügt haben. Ihr werdet sehen, dass die ganzen Checks passen. So, ja. Und das ist quasi nicht geroutete Geräte. Es wird komprimiert auf der Integritätsebene. Was ist die eigentliche
was ja die eigentlichen Auswirkungen sind. Das wird natürlich, also das ist tatsächlich limitiert auf Android-Geräte, auf den DirtyCow funktioniert, allerdings gibt es da noch ziemlich viele von. Und das muss auch der Besitzer vom Gerät selber tun, denn bösartige Apps, die der Nutzer runtergeladen hat, können diese Datei nicht modifizieren. Das heißt, können die ODEX-Datei nicht lesen. Das heißt, alle Checks, die wir auf ODEX-Dateien machen, sind halt verwundbar mit dieser Attacke. Und das heißt, Google hat jetzt tatsächlich die Policy für diese CTS-Tests einfach geändert. Das heißt, wenn noch DirtyCow auf dem Gerät funktioniert, dann bekommt man einfach nicht die Zertifizierung von Google. Das ist jetzt allerdings mittlerweile so fast 2 Jahre her und es ist einfach noch weit verbreitet. Copperhead OS ist tatsächlich noch ein gehärteter Android-Klon und sie kompilieren einfach jede Datei beim Starten neu. Das heißt, das verhindert, dass modifizierte ODEX-Dateien benutzt werden können, wie eben in der Demo. So, wir können generell festhalten, dass SafetyNet sich über die Zeit verbessert hat. Das heißt, haben das gefunden und dieses Jahr haben sie dann diesen Hinweis da eingefügt, der über den Bootloader, also auf ein Bootloader-Update hinweist oder den User darauf hinweist, dass mit dem Gerät irgendwas nicht stimmt. Aber die Webseite, also man konnte da bei dem Prozess halten, dass sie zwar besser darauf reagieren, aber die Webseite immer noch nicht zeitlich geupdatet wurde. Da die Attestierung ja auf den CTS-Daten funktioniert und CTS aber von den Herstellern gemacht wird, bevor sie ein Update herausgeben, haben wir halt eben das Problem, dass wenn die Daten nicht zu Google kommen oder sowas, dass dann die CTS-Tests fehlschlagen, obwohl das eigentlich alles legitim ist. Das hatten wir zum Beispiel auf ein paar Telefonen von Yota, die dann bei uns zu Breakage geführt haben, weil bei dem CTS-Prozess was schiefgelaufen ist. Und dieses Jahr ist Google tatsächlich selber passiert. Google musste ein Sicherheitsupdate für das Nexus 7 zurückziehen, weil es eben die Attestierung auf verschiedenen Android-Geräten kaputt gemacht hat. Und dann gibt es noch generell den Aspekt, dass wenn SafetyNet irgendeine Form von Downtime hat, dann können wir darauf als App-Entwickler nur so oder so reagieren. Wir müssen aber damit klarkommen, dass wir in dem Moment dann keine Attestierung machen. Das heißt, entweder haben wir selber Downtime oder wir akzeptieren nicht integere Clients. Generell können wir festhalten, dass es sich halt im Prinzip immer um ein Katz-und-Maus-Spiel handelt, wo Google halt immer nachlegen muss. Google selbst geht es hauptsächlich darum, Android Pay zu schützen, aber der große Vorteil von Benefit ist eben der Attestierungsaspekt, dass im Prinzip Google die ganze Arbeit für uns macht. Das heißt, wenn wir unsere eigene App sichern möchten, dann können wir da einfach die Arbeit von Google neu benutzen und müssen es nicht selber bauen oder ein Third-Party-Produkt verwenden. Ja, natürlich ist dann diese Attestierung kostenlos und man hat natürlich dann keinen SLA oder sowas oder ein und es gibt Rate Limits, die sind allerdings sehr hoch gesteckt und wenn man es vergleicht mit Diensten von anderen, von Third Parties, dann hat man da auf jeden Fall den ökonomischen Vorteil, dass es kostenlos ist. Was es natürlich auch gibt, ist, dass es einfach neu paketierte Android-Anwendungen gibt. Das schützt uns natürlich davon nicht. Wenn jemand einfach Angry Birds modifiziert und da Code rauspatcht, dann geht das. Es sei denn, die Anwendung benutzt SafetyNet, dann kann es sich eben dagegen schützen.
Und Angreifer werden vermutlich nicht die Anwendung so stark modifizieren, sondern sich stattdessen irgendeine andere Anwendung nehmen und an der arbeiten. Das heißt, man kann damit einfach durch die höhere Hürde Angreifer davon abhalten, die Arbeit zu machen. Zusammenfassend kann man sagen, dass SafetyNet ein sehr grundlegender Plattform, eine Plattformabstraktion ist, die die Sicherheit erhöht. Und wenn man tatsächlich irgendwas auf die Sicherheit seiner Anwendung hält, dann sollte man das benutzen. Es gibt natürlich offensichtliche Nachteile davon. Allerdings hat man beim Third-Party-Service oder bei einer eigenen Lösung ähnliche Nachteile. Das heißt, die Mehrzahl der Geräte hat davon, oder Mehrzahl Geräte und Entwickler hat einen deutlichen Vorteil davon, und ich ermutige euch, das zu benutzen. Die Folien und so weiter sind alle online. Auf meinem Blog habe ich auch noch mehr dazu geschrieben. Es gibt auch noch mehr Referenzen. Das war's. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 2 Minuten für Fragen. Thank you very much, Colin. We have about 3 minutes for questions. Ja, vielen herzlichen Dank, Colin. Wir haben noch 3 Minuten für Fragen. Ich möchte erstmal eine Frage aus dem Internet. Sie bittet um Ruhe von den nächsten Gästen, von dem nächsten Talk. Yep. Why does SafetyNet not run with full permissions? Warum läuft SafetyNet nicht mit vollen Permissions? Weil es innerhalb von Google Play Services läuft. Also im Prinzip gibt es die Play App, also den Play App Service. Und der läuft einfach nur als Systemdienst und nicht als Full Services, weil es in einer nur leicht privilegierten Anwendung läuft. Einfach nur bei Design. Denkt zum Beispiel auch an andere Hersteller, die vielleicht nicht unbedingt einen super hochprivilegierten Google-Prozess auf ihrem Gerät haben wollen, und das ist halt einfach der Grund, der mir so in den Kopf kommt. Vielen Dank. Nächste Frage von Mikro Nummer 2, bitte. Hallo. Can you hear me? Hören Sie mich? Thank you for your talk. Ja, vielen Dank für den Talk. Erstmal, wie es aussieht, hat SafetyNet läuft als ein Systemnutzer. Ja, und es hat viel mehr Privilegien. Zu gucken beim Dateisystem, beim Filesystem, lohnt es sich, weitere Checks zu machen? Das hängt tatsächlich sehr vom Risikomodell ab. Wenn du jetzt wirklich sehr hohe Sorgen vor modifizierten Anwendungen oder sowas hast, dann kannst du natürlich deine eigenen Checks da einfügen. Aber wenn du eine neue App entwickelst, dann sollte man erstmal SafetyNet-Attestierung entwickeln und das alles richtig hinbekommen. Und dann kann man Geld investieren, eine eigene Lösung zu bauen. Denn wenn du dann mit deinem eigenen anfängst, dann brauchst du ein eigenes Team, das die ganze Zeit mithält mit den Entwicklungen in der Android-Welt zusätzlich zu den anderen Sachen. Und du wirst False Positives haben und dass deine App dann möglicherweise für viele Leute unbrauchbar macht. Und das hängt halt einfach sehr davon ab, was man machen will, wie viel man dafür ausgeben will und so weiter. Danke schön. Und leider ist die Zeit aus und alle anderen mit Fragen sollen bitte Colin nach dem Talk finden. Ihr wisst bestimmt, es ist nicht so einfach bei den mit den Nerven, wenn die Präsentation nicht so läuft, wie man erwartet. Ich hoffe, jetzt klatscht jetzt sehr laut für ihn nochmals.